wissen wir, wie wir das vielleicht besser machen können. Das muss von Anfang an da rein. Wir müssen uns sofort damit beschäftigen, wie kriegen wir es denn hin, dass viele Leute sich impfen lassen? Weil man, weil es vielleicht Menschen gibt, die vor etwas, was sie nicht verstehen, Angst haben oder jedenfalls vorsichtig sein wollen. Ist ja auch legitim, und wenn man das nehmen kann, dann kann man das machen. Ein anderer Grund, und der wurde auch schon angesprochen, ist, dass in manchen Ländern man sich auch impfen lässt, zum Beispiel um Verwandte zu schützen. Ältere Menschen, Großeltern und so weiter, weil halt vermittelt wird, dass durch diese Impfung man eben nur nicht sich selbst schützt vor einer schweren Erkrankung, sondern eben auch andere. Sie hatten das auch schon gesagt, ich kenne das auch von Kindern, die sich impfen lassen wollen, weil sie dann wieder ihre Großeltern sehen können, weil sie begriffen haben, dass die in einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Und das ist sehr verstrickt und so, aber man kann es auch in der Komplexität etwas reduzieren, um dann die Ursachen anzugehen, statt zu diskutieren, ob man ob das jetzt doof ist oder nicht doof ist oder ob die Leute doof sind, die das nicht machen wollen, sondern halt klar vermitteln, aber was der Unterschied ist zwischen einer natürlichen Virusinfektion. Aber da habe ich, Frau Büchs, das Gefühl, wir sind da, das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Also die Chance haben wir verpasst, offensichtlich, sondern es ist ja ein Kulturkampf daraus geworden. Wenn man diese Umfragen hört, dieser Tage eine gelesen, die sagt, dass 30% derer, die sich nicht impfen lassen wollen, also 2% von diesen würden sich noch und denken noch nach. Denken noch drüber nach. 28% sagen, auf gar keinen Fall, ich bleib dabei. Ist ganz egal, was ihr mir erzählt. Und im Grunde auch so radikal, dass man sagt, völlig wurscht, was für Bilder von Intensivstationen kommen. Und selbst wenn ich beatmet werden muss am Ende, ich lasse mich nicht impfen. Da geht es um mehr als nur um eine Impfung. Also ich stimme Dirk Brockmann in allem zu, was er sagt. Aber ich glaube, die Situation ist inzwischen schwieriger geworden. Ich glaube, da haben wir viele Ausfahrten verpasst. Portugal hat das super hingekriegt. Mhm. Dänemark, die haben das super hingekriegt mit so einem Wir alle gemeinsam füreinander. Und das, fürchte ich, ist bei uns inzwischen sehr, sehr schwierig. Wir müssen in diese Diskussion rein, die hier gerade gelaufen sind. Denn da geht es um eine unterschiedliche Risikowahrnehmung. Es ist so schwierig. Wir müssen da so differenziert dran. Wir müssen die unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich abholen. Ich bin wirklich... Aber die lassen sich ja nicht mehr abholen. Ich arbeite schon lange zur Solidarität und ich bin monatelang mit der Solidarität hausieren gegangen. Aber man muss dann irgendwann auch einfach mal akzeptieren, bestimmte wird man mit dem Narrativ einfach nicht erreichen. Es gibt andere Wege und sie lachen über die Bratwurst. Anreize funktionieren. Da gibt es auch einiges an Forschung. Das niedrigschwellige Impfen ist immer noch eine wichtige Sache. Gleichzeitig müssen wir drauf gucken.